Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Galaxy of Heroes. Ja, es gibt ja wieder ein kleines neues Event, was ich euch zeigen möchte. Leider habe ich das gestern noch verpasst, das hätte ich euch nämlich sonst auch noch gezeigt. Nämlich gestern gab es noch etwas mit Droidikas, das habe ich leider hier verpennt. Von daher, das kann ich euch leider nicht zeigen. Von daher zeige ich euch ein anderes Event, sondern das, was jetzt derzeit aktiv ist, nämlich das hier mit Yoda. Alte Großmeister Yoda später. Ich weiß gar nicht, ob wir was anderes auch machen können. Rebellenbekämpfung, können wir das machen? Nein, das können wir leider nicht machen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Hier Trainingsdroiden, das können wir leider auch nicht machen. Was brauchen wir dafür? Okay. Wo den könnten wir uns holen? Den Droiden, den könnte ich mir mal holen. Und dann machen wir das doch gleich mal. Ah, ich muss ja den hochleveln. Mein Ton ist wieder aus. Ja, wie immer. Ist ja Standard. Okay, dann, ja. So, jetzt müsste der Ton aber da sein. Und ich würde sagen, wir leveln den Typ jetzt erstmal ein bisschen. Machen wir erstmal auf 15. Ja, da ist der Ton. Okay, aber sie haben noch nicht mal genug Ausrüstung, ey, krass. Selbst sowas fehlt mir mittlerweile hier. Kann ich fordere ich das nochmal an. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier bei so einer Gilde so viel Sinn macht. Ja, gut. Ach komm, wir leveln jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Wie weit kann ich leveln? Bis 60 kann ich den sogar theoretisch hochziehen. Die Frage ist, macht das Sinn? Jetzt sage ich, gehe erstmal nur bis 30. Das macht irgendwie ziemlich doch gar keinen Sinn, nämlich. Ohne Ausrüstung ist der nämlich auch nicht wirklich stark. Aber ich würde sagen, wir machen aber erstmal das Yoda-Zeug hier. Was brauchen wir dafür? Komm, wir kriegen sogar direkt 25 Yoda. Ach du Scheiße, das kann ja ewig dauern. Yoda-Splitter. Ich würde sagen, wir leveln erstmal die anderen Chars noch ein bisschen nach oben, die ganzen Jedi-Chars. Warte mal, wir zählen jetzt hier als Jedi. Der zählt bestimmt als Jedi, ne? Dann zieht den erstmal auf 70 hoch. So gesehen ist der ja ein Jedi. Das hoffe ich jetzt mal zumindest. Ups, weiter hochziehen will ich den jetzt eigentlich nicht. Ja gut. Der Typ hier, war der auch ein Jedi? Ja. Jedi Galaktische Republik passt. Boah, fuck ey. Ganz knapp hat's noch gereicht. Okay. Das war's noch schon. Dann fangen wir jetzt aber wirklich an. Genau. 70, 70, gut. 40, 33, gut. Das kann natürlich ein bisschen knapp werden. Versuchen wir einfach mal unser Bestes. Es wird ja wohl hoffentlich nicht der erste Kampf schon direkt extrem schwer sein. Großmeister Yoda, viel zu lernen du noch hast. Alles klar. Oh, 30 ist der ja nur. Okay. Der sollte eigentlich möglichst machbar sein. Wir müssen ja hier keine 3 Sterne schaffen. Hauptsache, der Typ geht drauf. Ich denke mal, das ist ja eigentlich auch größtenteils als nur Training, weil so gesehen macht es ja keinen Sinn, mit Jedis gegen den Jedi zu kämpfen. Und da wird das, glaube ich, eher Training sein. Oh Gott, der hält ja wirklich ganz schön viel aus. Zack, zack. Ach komm, Yoda, du kannst doch nichts. Das bist derzeit noch nicht. Zack, gewonnen. Mir fehlt mir auch hier wieder Musik oder so. Und es gibt Kristalle und Credits, das finde ich schon mal ganz nett. Okay, gucken wir mal hier. Oh, 2 Sterne sogar müssen wir jetzt hier haben. Habe ich da genug von? Oha, 5 Stück haben wir davon. Reicht aber trotzdem. Okay, der nächste wird dann, glaube ich, schon wieder nicht machbar sein, weil wir da ja nur noch. Du musst sie fühlen, die Macht, die dich umgibt. Aber das ist kl oh, alles klar. Alles klar. Ja, genau, hau einfach mal direkt mein Mace Windu kaputt, ist klar. Ja, der Typ hält so viel Scheiße aus. Wie heilen werde ich mich? Oh, der hat dieses Scheiß Abgewehre. Das kotzt mich so hart an. Also, wenn er nicht so viel abwehren würde, wäre der total einfach. Der Typ ist mega assi. Mit seinem Scheiß Abgewehre. Meine wehren natürlich überhaupt nichts ab. Die stehen nur doof rum. Ja, siehst du schon wieder. Boah, ich hasse das. Ja, schon wieder, Alter, das ist doch Betrug. Jetzt komm, jetzt hör auf mich zu be. Das ist doch Betrug, ey, was soll denn das? Wie oft wehrt er denn noch ab? Solange bis alle meine Typis tot sind, ist ja klar. Fuck, warte, ich weiß nicht, ob ich heilen. Nein, ich hoffe, ich heilen. Die 3 Sterne kann ich so, hätte ich so oder so schon klicken können. Nein, 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 wehe. Nein! Ey, das war jetzt aber vorhin echt Betrug. Also, wie oft hat er denn bitte abgewehrt? Die hat er 50 mal hintereinander abgewehrt, da kann ich ja nichts für. Ja, sehr gut. Ja, vor allem, weil er meine Ahsoka direkt weghaut. Das ist voll unfair. Ja, siehst du hier, der wehrt ja viel zu oft ab. So,
Also kriegen werden wir den definitiv nicht. Ne, ich heile mich jetzt diesmal nicht, oder das lohnt sich einfach nicht. Alter, jetzt hör mal auf mit der Scheiße hier. Das geht mir nämlich auf den Sack. Der wird viel zu oft ab, meiner Meinung nach. Also seht ihr, das seht ihr ja, das ist so ekelhaft. Da ist schon wieder abgewehrt. So. Frage ist, halte ich mich jetzt hoch? Ich glaube, ich halte mich die sogar noch nicht hoch. Ja, das kann doch nicht wahr sein, dass die mir einlässlich abwehren. Schon wieder. Ein bisschen Schaden habe ich zwar trotzdem gemacht. Okay. Ich glaube, ich nutze jetzt erstmal jemanden, heile mich kurz mal hoch. Ich hoffe mal, das war jetzt kein Fehler. Boah, Alter, schon wieder, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder. Schon wieder. Jetzt geht's wieder los. Jetzt werde ich wieder betrogen hier. Komm. Eigentlich wollte ich das Event hier schön schnell beenden. Aber wenn ich hier gerade irgendwie verarscht werde. Ja, siehst du? Das haben die extra so geskriptet, dass auf jeden Fall noch alle von mir sterben. Na endlich. Alter, das geht mir aber auch auf den Sack. Also wenn der Typ so viel abwehrt, das finde ich irgendwie unfair. Das ist wirklich sau unfair, wenn der Typ so viel abwehrt. Kann ich die Kämpfe eigentlich mehrmals wiederholen und mir später zu kriegen? Nein, kann ich nicht. Okay. Boah, Alter, wie soll man das denn schaffen? Ja, genau, 7 Sterne, ist klar. Okay, versuchen wir mal das andere. Mit den Trainingsdruiden hier. Oh. Okay, das lohnt sich, glaube ich, schon, wenn man das schaffen würde. Was brauche ich hier nochmal? Da brauche ich noch so einen Charakter. Ach du Scheiße, ey. Was soll ich die alle herkriegen? Ich hole mal meinen Boba auch mal ein bisschen hoch. Habe ich noch ein paar Droiden übrig? Ich hoffe es. Nein. Oder? Django meine ich natürlich, nicht Boba. Ne, ich habe keine Droiden mehr, scheiße. Gut, dann muss das klappen. Probieren wir es einfach mal aus, komm. Wir haben 3 Typis. Dafür aber auch Chewbacca, der 70 ist und Lila. Ja gut, der Typ sollte hoffentlich... Ja gut. Der erste ist natürlich noch relativ einfach. Jo, das habe ich bei Yoda vorhin auch gesagt. Zack, Chewbacca, der räumt hier richtig auf. Aber das gefällt mir schon deutlich besser so. Ja, nur kann er drauf gehen, das ist natürlich am besten. Aber ich glaube, dass es passieren wird. Vielleicht schon, weil der Droide so scheiße gelevelt ist. Aber perfekt geschafft, das erste Mal. Beziehungsweise den ersten Kampf. Wie oft darf ich das eigentlich spielen hier? Okay, nice. Also Trainingsdruiden kann ich immer gut gebrauchen. Okay, das war's aber auch schon. Ich darf das Ganze 2-mal machen. Jetzt brauche ich hier noch einen weiteren Typi hier. Mal suchen, wo kriege ich die denn zum Beispiel her? Durch die Kämpfe hier, alles klar. Komm, machen das jetzt einfach mal. 19. 21. Jetzt auf keinen einzigen Kampf, keinen einzigen bekommen jetzt gerade. 22. Boah, Alter, wie lange dauert das denn? Ach komm, das ist doch verarsche hier. Gut, dann müssen wir wohl noch diese 3 restlichen Typis erfahren. Ich glaube, ich spiele das Spiel so oder so falsch, ne? Gut, dann würde ich sagen, machen wir einfach noch einmal kurz die erste Runde hier, dass wir die erstmal durch haben. Irgendwie muss ich ja die Folge noch voll kriegen. Ja gut, das ging schon mal gut los hier. Direkt einen extrem starken Schuss abgewehrt. Oh, das ist der Standard bei den Gegnern hier. Okay, was der Druide jetzt gerade Tank zieht, ist irgendwie nicht so ganz sinnvoll. Zack. Und Chewbacca-Hose klein, genau. Gut, also das Yoda-Event, das fand ich jetzt ein bisschen überpowered. Also fand ich den Yoda irgendwie viel zu überpowered und viel zu... Der wehrt viel zu oft ab, meiner Meinung nach. Sagen wir es ganz einfach so. Können wir auch noch schnell machen hier. Also ich muss öfter Cantina-Kämpfe spielen. Wenn wir das schon dabei sind, mache ich noch schnell die hier zu Ende. Jetzt weiß ich hier noch einmal 3. So. Ich meine, ich habe ja von den Sim-Tickets so oder so genug.
Daran sollte es echt nicht scheitern. Aber noch schnell sowas hier, auch wenn ich da eigentlich sowieso meist nur reingehe und wieder rausgehe. Ich habe sowieso meine S auf 59. Ach du Scheiße. Meine Schiffe, da komme ich irgendwie auch nie dazu, die richtig zu leveln. Ich bin aber irgendwie immer zu faul dafür. Also das hier brauche ich gar nicht probieren, das war jetzt schon alles verkacke. Gut. Allein schon, wenn die jetzt hier wieder mit einer riesigen Flotte auf mich auffliegen und mein erster Flieger schon fast tot ist, bevor ich das erste Mal angreifen darf. Aber ich finde es sowieso irgendwie unfair, dass die Gegner, das ist aber irgendwie in sehr vielen Spielen so, meist zuerst angreifen dürfen. Gibt es eigentlich auch wieder so ein tolles Menü, wo ich hier direkt alle aufwenden kann? Ich glaube, ich ziehe jetzt erstmal alle auf 60 hoch. Gibt es so ein Menü, wo ich das machen kann? Genau, hier aufwerten. Perfekt, dann geht es etwas schneller. Genau, muss ich mal hin und her klicken. Ja, so gesehen muss ich auch irgendwas hin und her klicken, aber eben nicht so nervig hin und her klicken. Nein, 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 ich will ihn nicht hochziehen. Nicht noch weiter hochziehen. Erstmal alle auf 60. Schon mal ein guter Start. Genau so. Oh, Alter, die Flaggschiffe sind richtig teuer. Ich würde jetzt, haben wir noch genug Geld. Und das kann auch relativ schnell weggehen. So, upsala, ich für 60. Nein, ich für 60. So. 106k. Und jetzt können wir auch alles überall was upgraden hier. Das hier zum Beispiel. Davon haben wir so viel gesammelt von dem ganzen Zeug hier. Das. Ja, also ich denke mal, wir hätten schon viel, viel früher die Schiffe mal upgraden sollen. Ich denke mal, das ist auch vom Spiel gewollt. Wie weit muss er denn leveln, eigentlich, um die 8. Stufe zu kriegen? Oh, Alter, ich habe dort auf die 8 geklickt. 85, alles klar. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich weiß gar nicht, ob meine Dinger überhaupt dafür reichen jetzt hier für die ganzen Dinge. Also die hier auf jeden Fall, aber die 35, ob die reichen? Ich vermute sogar irgendwie nein. Die Frage ist, wo kriege ich die her? Ach, hier brauche ich gar keine. Ja, nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Vielleicht reichen sie dann ja doch, wenn ich nicht überall welche brauche. Hier brauche ich schon wieder welche. Wo kriege ich die denn her? Gar nicht. Ist alles gesperrt hier. Das muss ich sagen, ich kann die derzeit noch gar nicht bekommen. Wie schlecht. Ja, und schon bin ich leer, ne? Wo krieg ich denn solche Schiffe hierher? Kaufen, alles klar. Oder Flottenkämpfe machen. Ja, von da muss ich auch echt irgendwann mal weiterspielen. Zack, zack. Dann level ich, dann mache ich hier noch ganz kurz hier den Rüstungskram hier fertig. Warte mal. Wen level ich jetzt am besten mal weiter? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier auf den mal rauf. Den jetzt erst einmal die Heilung höher. So. Habe ich irgendwo was, wo ich die Rüstung vollkriegen kann? Nö. Ach komm, ich habe sogar noch einen Kampfdroiden hier. Den habe ich noch gar nicht gelevelt. Gut. Fangen wir einfach mal vorne an. Das war's mit dem auch schon. Zack. Und ja, das war's auch schon. Ne, hier können wir noch was machen. Genau, wir haben den ja hochgelevelt müssen. Hätten wir noch hier das hier machen können vorhin. Genau. Darf ich sagen, wenn wir den Kampfdroiden noch ein bisschen Zeug haben. Aber erstmal auf 15 hoch. Dass wir nicht so viel ausgeben müssen. Dann erst ein bisschen ausrüsten. Dann kann ich das hier machen. Charakterstufe 16, alles klar. Haben wir sowas schon alles gehabt? Und da kann ich auch noch auf 16 hochziehen. Ich meine, dieses eine Level unterscheidet jetzt auch nicht so viel. Sag mal, was brauche ich hierfür? 22, okay. Das muss dann erstmal sein. Können wir noch irgendwas schnell machen hier? Wir haben ja noch eine ganze Menge Quests hier offen, aber das sind alles so ein Zeug. Besiege Darth Vader mit Ewoks. Wo kann ich denn Darth Vader überhaupt besiegen? Wo geht denn das? Geht das hier irgendwo? Ich meine, hier ist ein Darth Vader mit drin, aber ob ich den mit Ewoks besiegen kann, ist natürlich wieder eine andere Frage. Gut, das sind alles so mehr so eine Unsinn-Quest, sage ich jetzt einfach mal. Ja gut, das ist ein Zeug, was man eben nebenbei macht. Die Grube muss ich noch einmal machen. Komm, dann machen wir das noch schnell. Wenn wir gerade sowieso schon hier beim Zocken sind. Ich nehme erstmal alle raus, tue lieber nochmal alle neu rein, weil ich mir nicht genau weiß, ob ich tatsächlich auch die höchsten drin habe. Machen wir einmal einen Kampf gegen den Rancor. Das Dumme ist, dass ich das auf meinem Tablet zum Beispiel gar nicht machen kann. Wegen den Gilden eben. Beziehungsweise mein Handy oder was weiß ich wo.
Gehen aber erstmal, würde ich sagen, auf die Tür rauf. Ja, und Fett geht nämlich runter, dann können wir den nämlich erstmal ein bisschen angreifen. Schon mal sehr gut. Okay, schon kommt er von der Tür wieder frei. Wäre das in Episode 6 passiert, wäre Luke wahrscheinlich tot gewesen. Hier von den Teil werden ja alle kennen. Wo Luke ja in Episode 6 von Jabba in zum Rancor geschmissen wurde und so sind ja, ja auch hätte sterben können dabei. Aber dann hat er hier auf die einen Stein auf diesen Knopf da geschmissen. Ich weiß auch jetzt gar nicht, warum er den Knopf platziert. Und dann ist die Tür eben runtergekommen und hat den Rancor daneben umgebracht. Oh shit, ich brauche Heilung. Heilung erstmal hochholen. Hochholen, genau. Die Fähigkeit bringt so gefühlt gar nichts. Oh, Schätze hat er eingefressen. Was war das nochmal? Okay, ich weiß nicht, was mit der Flucht. Also kann jemand in die Kommentare schreiben, was es mit der Flucht bringen soll? Das hab ich bisher irgendwie nie verstanden. Lag. Weil ich auch nicht verstehe, warum das Spiel dauernd laggt. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es auch im Handy der Fall ist. Also scheint das wohl ein spielinterner Fehler zu sein. Bei meinem PC kann es nämlich eigentlich echt nicht liegen. Ich meine, der hat irgendwie ein i8 oder i9 oder... Was habe ich auf dem Prozessor? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich weiß. Hier ist der Gedächtnis wie eine Torte. Oder wie ein Stück Torte, besser gesagt. Eine Torte wäre wahrscheinlich noch intelligenter. Da passt das Stück Torte schon eher. Jetzt muss ich langsam ein bisschen Heilung reinhauen. Scheiße. Okay, hole ich jetzt hier erstmal wieder hoch, genau. Jetzt kann ich wieder darauf schießen. Nein, 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 nein. Du frisst jetzt hier niemanden auf. Genau. Der Knopf hat sich wieder regeneriert. Jetzt können wir das erstmal wieder ein bisschen nutzen. Und hier ein bisschen auf den Rancor rumballern. Aber auch nicht lange. Ich weiß nicht, wie viele Runden das ungefähr dauert, bis sich das regeneriert. Nachgezählt habe ich das nie. Okay. Boah, Alter, jetzt wird er richtig wütend. Okay, jetzt wird er richtig wütend. Okay. Wow, haben wir viel Schaden gemacht. Und wir haben die Quest geschafft. Ich habe jetzt gerade den Text da nicht gelesen, aber ich denke mal, der Text ist sowieso nicht so spannend. Den Scheiß muss ich auch irgendwann mal schaffen. Komm, wir versuchen es jetzt einfach mal. Ich glaube zwar nicht, dass ich das schaffen werde, weil ich es irgendwie extrem schwierig finde. Das hier finde ich wirklich extrem schwer. Kann man das eigentlich wechseln, die Typis? Ne, kann man nicht. Da habe ich echt noch nicht rausgefunden, wie das geht. Also kann man bitte mal in die Kommentare schreiben, wie das geht. Ob es welche Tricks für gibt. Sonst habe ich nämlich echt noch nichts rausgefunden dafür. Ich kann es einfach nochmal probieren. Weil ich glaube, es wird sowieso nicht klappen. Also weil ich gar nicht mehr weiß, was so genau die Buffs waren. Und weil das Spiel einfach zu doll laggt. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich einfach der Trick ist, einfach hier so viele Buffs wie möglich zu nutzen. Oder was weiß ich was. Wie gesagt, ich habe es bisher noch nicht geschafft, das hier ohne, ja, ohne zu sterben zu überleben. Ich meine, das wird ja ein Stern theoretisch reichen. Nehmen sie, holen sich so viele scheiß Buffs raus. Also gar nicht, wen ich hier genau treffen muss mit dem Dings, hab ich total vergessen. Ja, schon ist der erste down. Obwohl er noch volles Leben gerade hatte. Also ich habe echt keine Ahnung, wie das hier geht. Kann man bitte jemand in die Kommentare schreiben, wie das hier genau geht? Das habe ich bisher echt noch nicht rausgefunden. Ihr könnt natürlich auch mal googeln, ob es irgendwelche Tricks für gibt. Muss es ja eigentlich theoretisch geben, weil anders kann das ja... Jetzt muss er eigentlich theoretisch irgendwelche Tricks geben, wie das hier gehen soll. Ich meine, so wie ich es gerade mache, geht es auf jeden Fall nicht. Sieht man jetzt wohl schon wieder fast tot, auch wenn er jetzt gerade Glück hatte. Aber jetzt ist er zum Beispiel schon weg, der nächste ist auch gleich weg. Also wenn die jetzt schon anfangen wieder zu kontern. Ich habe noch nicht mal einen Typen down zu kriegen. Gut, jetzt habe ich es sogar geschafft, einen Typen down zu kriegen.
Weg. Ja, da sieht der, allein schon der Typ haut hier extrem viel Damage raus. Okay. Also wie man das schaffen soll, echt keine Ahnung. Ich meine, ich kann ja nicht mal die Truppen wechseln. Also wenn ich jetzt theoretisch extrem gute Truppen hätte, könnte ich die nicht mal einsetzen. Von daher würde ich einfach mal sagen, das ist hier erstmal ein Folgenende. Ich werde zwischendurch auf jeden Fall mal googeln, weil ich das echt irgendwann mal schaffen möchte. Und ja, ihr könnt ja gerne natürlich mal Tipps in die Kommentare schreiben, falls ihr wisst, wie das geht. Und ja, würde ich jetzt mal sagen, bis bald und ciao.